Weaver, unser Aufklärungsrover ist bereit, den dimensionalen Forschungstransfer zu starten. Einsatzteam, auf zum Rover und die Eskorte fortsetzen. Fick dich, Weaver, als wenn ich mir von dir in irgendeiner Form was sagen sah. Lass. Auf zum Ländle. Ich weiß nicht, ich nehm den Weaver nicht wirklich ernst. Seht, wie euch das gefällt, ihr Arschgeigen. Ganz genau. Ah, wisst ihr, was kacke ist? Ich muss pinkeln. Da, sowas macht Spaß. Deswegen spiele ich auch nicht auf High Round. Ohne Flachs. Weißt du, das ist ja so ganz witzig hier mit der AUG, ne? Die hat einen Burst, okay. Kein so schönen Burst wie die Kav, aber die hat einen Burst. Ja, und das ist okay, wenn man einmal abdrückt und der Gegner dann platt ist. Meinetwegen bei einem Sturm auch zwei, dreimal mehr. Ne? Aber ich spiele doch nicht auf High Round und trigger mir den Finger blutig. Mache ich einfach nicht. Scheiß. Oh, ich geh pinkeln. So, war was? Ja, das hat Merkel, ne? Aber da kann ich verstehen, die macht Klientelpolitik. Die macht Klientelpolitik. Ich weiß noch, am Anfang... Ich finde schon ein Eckchen. Von ihrer Karriere, ne? Als Kanzlerin. Da hat sie mal wirklich versucht zu reagieren, ne? Und da sind ihre Umfragewerte ab in den Keller. Ne? Und da hat die sich gesagt, ne, wie das Merkel halt so macht, ne? Wenn man vor ihr steht und sie kritisiert, dann dreht sie sich einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Ne? So, und seitdem macht die das so. Die regiert doch nicht. Ne? Die ist auch so ganz harmlos. Die hat einfach nur Spaß dran, Kanzler zu sein. Ne? Der geht halt nicht um die Kohle, ne? Die popligen 200.000, die da im Jahr kriegen, ne? Also, da wird halt Merkel mit ihrem Physikstudium, ne? Guckt euch doch mal den Schröder an. Meint ihr, der Schröder, der kriegt bei Gazprom nur 200.000 im Jahr? Ihr BAE, du Schweinebacke. Ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich, da braucht man doch gar nicht... Da werft ihr schon wieder mit Kacke. Gibt ins Gesicht. Du auch. Ist noch einer? Da ist noch einer, ohne passiert mehr. Ne? Auf jeden Fall sind da ihre Umfragewerte steil in den Keller gewandert. Ne? Und dann hat die einfach gesagt. Ja, genau so hat die gemacht. Du kannst mich am Arsch lecken, du Mistkerl. Ja, oder das, was der McLean sagt. Ne? Kannst mich am Arsch lecken. Na, und dann hat die einfach, ist sie durch die Weltgeschichte getingelt, ne? Das blöde Stück. Wisst ihr noch? Wisst ihr wahrscheinlich nicht, ne? Aber damals, ne? Der Schröder, der hat ja viel Scheiße gemacht, ne? Aber... Ich find schon ein Eckchen. Als die Amis mit gefälschten Beweisen den Irakkrieg legitimieren wollten, ne? Da hat der Schröder sich ja hingestellt und hat gesagt, nö,
Also, da sind wir nicht... Da sind wir nicht von überzeugt. Der hat mich echt noch erwischt. Ne? Da sind wir nicht von überzeugt, dass das alles so stimmt. Ne? Beziehungsweise der Fischer hat das gesagt. Der war ja damals Außenminister. Außenminister Fischer von den Grünen. Ne? Also wenn ihr glaubt, jetzt im September, wenn ihr die Grünen wählt, dass sich da so großartig was ändert. Ne? Und das kann ja gut aus sein, durchaus sein. Ne? Die Jugend, die sagt sich ja, leck mich an den Arsch, scheiß auf Arbeitsplätze, ich will atmen, ne? Was ja auch absolut richtig ist. Lasst euch nicht erzählen von wegen, ja, da, bei den Grünen, da gehen so viele Arbeitsplätze drauf. Jetzt mal ohne Scheiß. Muss man diesen geistig behinderten alten Säcken wirklich jetzt noch erklären, dass ein Arbeitsplatz ohne Atemluft nicht wirklich Sinn macht? Ne? Und guckt euch doch mal nur unseren Scheiß-Sommer an. Einfach den Abzug drücken, so. Wie im Westen. Und wer behauptet, den Klimawandel gibt's nicht, weil wir ja so einen Scheiß-Sommer haben, der hat wieder gepennt. Ne? Original dieser Scheiß-Sommer ist Klimawandel. Ne, schon vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren habe ich eine Doku gesehen, wo die Wissenschaftler vorausgesagt haben, also, wir bekommen hier richtig viel Wasser auf den Kopf. Wir kriegen mehr so die Subtropen. Ne? Weißt du, im Sommer, ne, in der Äquatornähe, da gibt's ja nur zwei Jahreszeiten. Da gibt's ja nur Herbst und Winter. Beziehungsweise, die nennen das dann Regenzeit und Trockenzeit. Ne? Entweder haben die gar nichts oder zu viel. Ah, Kerl im Himmel! Komm, gib Gas! Ich muss weg hier! Dieser kleine Teufel, ne, der da immer... werde ich natürlich... Also möchte man der Jugend mal ein bisschen was über Politik beibringen und dann sowas. Hier ist auch alles voll. Gib her! Die mehr sind hier nicht. Die sind so scheiße. Du kannst mich am Arsch lecken, du Mist. Ups. Toll. Jetzt am Ende kommen die mal zwei. Ach, Kalle. So, das war jetzt diesmal nicht meine Schuld, dass ich nicht mehr weiß, wo ich war. Egal, fange ich wieder von vorne an. Wieder Schleife. Also, Merkel ist CDU. Ne? Und CDU wählt man, wenn man entweder geistig behindert ist, ne, so wie anscheinend 60% der Deutschen, obwohl die kriegen ja keine 60%. Naja, scheißegal. Irgendjemand hat die Frau gewählt und irgendwie müssen das ja so viele sein, dass sie das seit... Hier ist auch nix. Ah, ich finde schon ein Action. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Na gut. Ne? So. Egal. Ne? Auf jeden Fall müssen ein Großteil der Menschen in Deutschland davon überzeugt sein, dass die Merkel eine gute Politik macht. Und ja, wenn ich Unternehmer bin und es geil finde, den Arbeitnehmer auszubeuten, indem ich ihm nur
so einen ganz geringen Lohn zahle und dadurch dick und fett werde, ne, weil ich mir dann schön hier... Ne, die Steigerung von CDU ist ja nur noch FDP. Ne? So, ich komme aus der Finanzbranche. Ne? Daher auch die Erklärung, dass ich eine ganze Menge Leute kenne, die scheißen auf 200.000 im Jahr. Ne? So, und dann müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr mal irgendwann Geld mit eurer Arbeit verdient, dann kommt der Staat her und ja, so roundabout wird er euch 50% von eurem Einkommen abnehmen als Steuern. Ja? Ist nicht alles Einkommensteuer, aber von dem, was ihr brutto verdient, kriegt ihr so ungefähr die Hälfte, dann netto, und der Rest, der muss dann als Steuer gezahlt werden. Und das ist ja auch richtig so, ne? Wir nutzen ja die Infrastruktur, wir fahren auf Straßen, ne? Öffentliche Verkehrsmittel, ne? Ich glaube doch wohl echt nicht, dass hier für 2 Euro ein Busfahrticket normal zu bekommen wäre. Ne? Wer soll denn damit Geld machen? Ne? Wie geht's denn so? So, nur bei Leuten, die sich dann mit mir hinsetzen, ne, die dickes Geld haben, ne, und dann quasi mir ihr Geld geben und dann von mir Aktien oder was es da sonst noch für Modalitäten gibt, ne, die haben ja durch dann, wenn alles gut läuft, was es in der Regel tut, ne, haben die ja durch die Aktien, habt ihr ja beim Hoeneß gesehen, ne, der Hoeneß hat das zum Beispiel, der hat das vergessen. Ne, denn du musst, wenn du Kapitalerträge erwirtschaftest, ne, sprich, wenn du Geld anlegst und quasi mit deinem angelegten Geld noch mehr Geld verdienst, dann sagt der Staat, okay, davon musst du aber auch einen Teil dann als Steuern abgeben, weil du stehst zwar nicht morgens auf und gehst arbeiten, aber dein Geld arbeitet ja für dich. Ne, so. Und da sagt der Gesetzgeber, beziehungsweise Vater Staat sagt, da der das ja so schwer hat, der muss ja morgens nicht aufstehen, ne? Wie geil ist denn das, wenn du morgens aufstehen darfst, dich durch den Berufsverkehr quälen darfst und dich dann von einem bescheuerten Chef anmaulen lassen darfst, und ja, ist doch geil. Die können morgens liegen bleiben und während die im Bett liegen, verdienen die Geld. Das ist natürlich wesentlich anstrengender. So, und damit das dann ausgeglichen wird, müssen die nicht 50% von ihrem Einkommen versteuern, sondern nur 25%. Das ist die sogenannte Kapitalertragssteuer. Ja, so. Und die FDP hat jetzt vorgeschlagen, dass wenn du dir Aktien kaufst, ja, und damit in 3 Jahren Geld verdienst, dass dann bei solchen Modalitäten auch keine Steuer anzufallen hat. Ne? Die FDP, die kommt immer auf solche tollen Ideen. Ne? Die lockt dann auch und möchte gerne 18% und mehr bekommen, dadurch, dass sie dem Wähler Steuerersparnisse bzw. Steuersenkungen verspricht. Macht sie auch. Hat sie auch gemacht, ne? Wo sie die 18% bekommen haben. Allerdings nur für Hotelbesitzer. So, und dem blöden Wähler in Deutschland ist dann erst nach der Wahl wieder aufgefallen, ich habe gar kein Hotel. Das ist dann natürlich Kacke, ne? Da haben dann nur die Hotelbesitzer was von gehabt. So, und deswegen, wenn ihr ein Unternehmen habt und gerne den Arbeitnehmer ausbeutet, ja, dann kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wählt CDU oder dann noch besser die FDP. Ja? So. Die Grünen schreiben sich gerne auf die Fahnen, wir sind für Umwelt, ne? Aber ganz im Ernst, Grünwähler, die fahren mit einem dicken SUV durch die Gegend, ne? Und weil sie da ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einen fetten SUV fahren, wählen sie die Grünen. Weil denen ist das scheißegal, ob sie 5 Euro für 5 Liter bezahlen. Ne? Wie gesagt, bei den Jungs, die ich kenne, die dickes Geld verdienen, ne? Die haben schon alle hier im WhatsApp-Status, haben sie schon gepostet, die Truller, die sagt, ich find's geil, wenn der Liter 5 Euro kostet, dann blockieren nicht mehr so viele Geringverdiener die linke Spur. Ne? So.
So, und ihr kennt den Spruch, ne? Es ist witzig, weil es wahr ist. Ne? Und das ist auch wahr. Ne, glaubt ihr allen Ernstes, dass ein Ferrari-Fahrer interessiert hat, ob der Liter 5 oder 10 Euro kostet? Da macht er auch. Ne? Der tankt halt voll. Ne? Ich weiß noch, wo sie. Dann haben sie nicht mal irgendeine reiche Tussi gefragt, was. Ich meine, die Ohrhofen war halt mal damals. Ne? Die haben sie gefragt, was kosten Snickers? 10 Euro? Ne? Das liegt einfach daran, diese Menschen haben überhaupt gar keinen Bezug mehr zu Geld oder was das überhaupt wert ist. Ne? Weil Geld hat überhaupt. Geld ist. Ne? Die meisten Leute, die ich kenne, die nennen das Spaßgutscheine. Du kannst mich am Arsch lecken, du Mistkerl. Spaßgutscheine, damit kauft man sich Spaß. Ne? So, und dann gibt's die Sprüche wie, deine Armut kotzt mich an. Ne? Weißt du? Und dann wählen Leute den Trump, weil der hat ja genug Geld, den interessiert hat. Der lässt sich nicht mehr in solche Deals verstricken. Ne? Ganz im Ernst, wisst ihr, was die erste Amtshandlung vom Trump gewesen ist? Nein! Der hat nicht Obamacare zurückgenommen? Nein! Der hat die Regulierung der Wall Street zurückgenommen. Ne? Und das ist der einzige Grund, warum Trump auch Präsident geblieben ist. Ne? Weil er halt die wirklich das Sagen haben, nicht an Karren gepisst hat. Das ist der einzige Grund, warum der überhaupt Präsident geblieben ist. Oder glaubt ihr allen Ernstes? Guckt euch an, Bernie Sanders. Ne? Bernie Sanders, der hat im Wahlkreis gegen Hillary Clinton die Abstimmung verloren. Die machen das ja, in Amerika läuft das ja, ne? Da gibt's dann, da kannst du dich aufstellen lassen, hier so als Präsidentschaftskandidat, und dann gibt's hier die Wahlmänner, die dann, deine Nominierung bestätigen oder eben nicht. Ne? Beziehungsweise, eigentlich sollen das ja die Leute, sollen ja die, ne, gar nicht wahr. Die Wahlmännern war das anders. Also, die haben ja in den USA, in den Vereinigten Staaten, deswegen, das sind ja eigene Staaten, ne, und alle von diesen Staaten haben dann eben hier so einen Gouverneur, und du kannst ja auch nur als Präsident kandidieren, wenn du halt Gouverneur von irgendeinem Staat bist. Ne, so, und dann kannst du. Die Leute befragen, also hier das Volk, ne, wer soll denn da mal hier euer Präsidentschaftskandidat werden? So. Und da haben die Menschen, frag mich nicht in welchem, ne, haben sich für Bernie Sanders entschieden. Ne, weil der Bernie Sanders ist zwar ein alten Sack, genauso wie der jetzt im Weißen Haus sitzt, ne, aber der hat halt die Politik für die Menschen. Ne? Und der hat die Abstimmung gewonnen. Ne, also eigentlich hätte nicht die Hillary gegen den Trump antreten sollen, sondern der Bernie Sanders hätte gegen Hillary antreten wollen. Ne? Doch bevor irgend so ein liberaler Tunichtgut gewählt wird, der dann womöglich noch dafür sorgt, dass es den Menschen mal besser geht, ne? Aber. Da sagen sich die Demokraten, nö, maximale Munition, dann doch lieber den Trump, ne? Und das war vorauszusehen. Das war ganz einfach vorauszusehen. Die Hillary konnte keine Sau leiden. Ne? Die war für den Irakkrieg. Ne? Also, die haben ja in den USA haben die ja die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Demokraten und Republikaner. Ne? Man könnte jetzt sagen, das ist ja gar keine richtige Demokratie. Ne? Volle Kraft. So, aber das Gleiche könntest du auch hier in Deutschland sagen. Ne? Ist doch scheißegal.
ob du SPD, FDP, CDU, Grüne, ne? Ist doch scheißegal, wen du von denen wählst. Du kriegst immer denselben Scheiß vorgesetzt wie all die Jahre davor. Ne? Glaubt ihr, ich piss mich dafür an? Das Einzige, worüber ich mich im September freue, ist, wenn die Baerbock gewinnt, ne, dass die Jungen den alten Mann Denkzettel gegeben haben. Aber politisch wird sich da nichts ändern. Der Arbeitnehmer wird weiter ausgebeutet werden. Ne? Die Reichen werden immer reicher. Das Einzige, was dann eben noch ist, du musst eventuell ein bisschen mehr wieder noch für Strom bezahlen. Ne? Was die FDP wieder zu verschulden hat. Weil die FDP hat ja gesagt, wenn wir alles privatisieren, ne, dann wird es im Endeffekt günstiger. Arschlecken. Wir haben die teuersten Strompreise in ganz Europa. Ne? Fehlt noch, dass sie die Schulen privatisieren. Ja. Privatisierung, ne, klingt auf den ersten Blick immer ganz gut, ne, weil der Staat dann eben Gelder spart. Wofür er sonst ja Steuereinnahmen bräuchte, ne, und der gemeine beziehungsweise der Hohlbrotdeutsche, der glaubt, ne, wenn solche Sachen wie Strom privatisiert werden würden oder wie die Post, ne, Alter, wir schicken uns, seitdem es WhatsApp gibt, ne, schicken wir uns Nachrichten, Bilder, Videos, alles Mögliche unbegrenzt hin und her. Warum? Weil WhatsApp kostenlos ist. Ne? Früher, da hieß es MMS. Da hat er 12 Minuten gedauert, ein Video zu verschicken. Und du musstest ganz genau drüber nachdenken, ob du das Video überhaupt verschickst. Denn das hat 16 Euro gekostet. So viel zur Privatisierung. Na? Strom ist privatisiert worden. Wir haben zig Stromanbieter. Ich habe ein paar schlechte Nachrichten für Sie. Und gleichzeitig haben wir die teuersten Strompreise in ganz Europa. Und das scheint irgendwie so ein Gendefekt bei den Menschen zu sein. Der Mensch ist wirklich davon überzeugt, dass er intelligent wäre. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Skandale die CDU in den letzten Jahrzehnten schon hatte. Ich habe natürlich da Nachrichten für Sie. Guckt euch den Scheubern, den komischen Rollstuhlfahrer. Der will immer noch nicht sagen, wo der Geldkoffer herkommt, den er damals gekriegt hat unter Kohl. Will er einfach nicht sagen. Das sag ich nicht. Weißt du? Und so einer ist Bundestagspräsident. Oder war Bundespräsident. Ich weiß nicht, ist er immer noch? Ich weiß es nicht ganz genau. Entweder ist er noch Bundestagspräsident oder er war. Ist ja auch scheißegal. Kriegt ja kein Hahn nach. Ne? So, und da wundert ihr euch allen Ernstes, dass die mit Masken noch Deals machen. Echt mal jetzt. Wie verblödet kann ein Volk sein? Oh.
soll doch hier was funkeln. Ihr merkt auch erst später, dass vorbei ist, ne? Gefällt ihr Arschgeigen? Da. Ich find schon ein Eckchen. Das, was ich zuerst machen wollte, mache ich jetzt zuletzt. Ja. Aber mal im Ernst, wie verblödet kann ein Volk sein? Weißt du, der muss sich doch wirklich keine Politik studiert haben. Und meine Therapeutin behauptet, Menschen wären nicht dressierbar. Nur mal so viel, ich bin Verkäufer vom Beruf. Ich habe damals ein Schweinegeld damit verdient, genau das zu tun. Ohne Übertreibung. Ne? Ich habe Tausende von Kunden gehabt. Und ich kann an einer Hand abzählen, wie viele davon eine eigenständige Entscheidung getroffen haben. Ne? Die Kunst beim Verkaufen ist die... ...den Hornochsen glauben zu machen, dass das gerade seine eigene Idee gewesen ist. War halt aber nicht. Ne? Einsatzturm, das waren unsere Leute. Begleicht die Rechnung. Also meine Therapeutin sagt, Menschen sind nicht steuerbar. So, maximale Munition. Kann natürlich sein, dass ich voll einer Pfanne habe und dass ich mir das alles nur einbilde. Auf der anderen Seite habe ich aber dickes Geld damit verdient. Ne? Mal ganz im Ernst. Warum sollte man mir so viel Geld dafür geben, wenn das jeder kann? Ich sag nicht, dass es leicht ist. Sind zuverlässig. Du kannst mich am Arsch nehmen, du Mistkerl. Horde eliminiert. Requiem lässt dann. Ich hab schon Hunde gehabt. Seht, wie euch das gefällt, ihr Arschgeigen. Ich volle Ochse. Ja, das Perk ist Geschichte. Ach, noch 150 Stück, so um den Dreh. Ja. Habe ich die Hauptaufgabe eigentlich schon? Nö, habe ich noch nicht. Ah, ja gut. Gib mir jeden Schweinebacke. Und wisst ihr, was der übelste Witz an der ganzen Sache ist? Dieser Aufklärungsrover ist entscheidend für unsere Forschung. Wir sind abhängig von den Daten, die er in unsere Dimension übermittelt. Bleibt beim Rover-Einsatzteam. Mehrere Bedrohungen nähern sich. Ganz schnell.
erst Runde 2 und die schicken mir hier schon Mängler entgegen. Willkommen auf unserer Party, Bruder! Hau rein. Dimensionsriss erfüllt Stabilitätsanforderungen. Wir sind durch. Ray, empfangen Sie ein Signal? Neger, der Riss hat das Paket abgewiesen. Schnell, hinterher. Bemerkenswert. Trotz der nur kurzen Exposition hat das Testsubjekt bereits eine dimensionale Metamorphose durchlaufen. Echt? Dranbleiben, Team. Tatsache. Wir brauchen einen nutzbaren Übergang. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ist jetzt ein Sack Reis. Kreis. Arschloch. Weißt du, wenn ich jetzt so ein Assi-YouTuber wäre, ne, dann würde ich sagen, Daumen hoch für die Leute, die nicht bemerkt haben, dass das ein Sack Reis wurde. Also mir ist das jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Ich habe schon zigmal gehört, wie die Grey das gesagt hat, aber ich habe noch nie hinten reingeguckt. Gucken, was da gleich wird. Dimensionsriss erfüllt Stabilitätsanforderungen. Der Rover hat den Riss durchquert. Grey, wie ist dein Status? Der Riss hat die Ladung ausgespuckt. Zurück zum Rover. Warum ich sag Assi-YouTuber? Setz die Eskorte fort, Team. Wir sind Nuke. Eine Nuke. Guck mal, den Tatsache. Man kann den nehmen. Wie geil ist das denn? Und jetzt? Aufgabe gescheitert, ne? Weil ich den Affe gekillt hab. Ach komm. Zum Rover zurück, um die Eskorte fortzusetzen. Was soll ich denn da noch eskortieren? Die Bombe ist weg. Diese spezielle Anomalie sollte unseren Rover sicher in den Dunkeläther bringen. Erledigen wir das Einsatzteam. Arschloch. Hat er dich umgefahren? Kalinka? Alter, entspann dich! Das war's, wir sind durch. Great, bestätigen. Bestätigt. Der Rover ist im Dunkeläther angekommen und überträgt. Anomalie entdeckt. Schnell dorthin und das Signal aktivieren. Kann ich jetzt hier gefahrlos angeln? Ach ja, auf jeden Fall kann ich euch sagen, je überzeugter ein Mensch davon ist, dass er intelligent ist,
desto leichter ist es, ihn zu manipulieren. Also für mich auf jeden Fall. Ich habe bei dem polnischen Gemüsehändler, so haben wir die Hornochsenkunden früher genannt. Polnischer Gemüsehändler. Weißt du, das ist so die unterste Riege von Kunden. Ja. Weißt du, halt solche Leute, die glauben, ein Gemüsestand wäre die geilste Geschäftsidee der Welt. Damit könnte man richtig Geld verdienen. Ein Juggernock. Ich kann's nicht glauben, ey. Ich bürste den ollen Megaton so übel weg und vergesse dann den Perk einzusammeln. Tja, ich bin auch ein Hornochse. Was soll ich sagen? Mir fällt gerade auf, ich habe einen Tacken mehr Munition mit dem neuen Magazin. Das finde ich gut. Bier jede Schweinebacke. Bier jede Schweinebacke. Affe. Ich finde schon Action. Hallo. Wäre jetzt geil, wenn er mich bis zur Anomalie verfolgen würde. Ernsthaft? Habt ihr gesehen, der Strahl, der kam von oben. Na sowas. Komm, geh spielen. So, das mag jetzt alles so klingen, als wenn ich voll der Menschenverächter wäre. Bin ich auch. Warum bin ich das? Weil es stimmt. Es ist nun mal so. Da ich gerade gepennt habe, muss ich ja jetzt eins kaufen. Kaufen wir das. Nichts wird sich ändern. Leider. Weil wir alle komplett gehirngewaschen sind. Ja. Nicht nur die Verschwörungstheoretiker sind verstrahlt. Wir sind alle verstrahlt. Wir glauben alle irgendeinen Schwachsinn, den man uns erzählt hat. Und weil man ihn uns erzählt hat und weil wir so bescheuert arrogant sind und uns nicht vorstellen können, dass wir uns haben verarschen lassen. Ne? Stellt euch nur mal vor, wenn jetzt kollektiv die Menschheit anfängt, ihr Hirn zu benutzen,
muss ihr ja zwangsläufig klar werden, dass sie sich die ganze Zeit hat verarschen lassen. Ne, im Mittelalter haben wir Geld für Ablassbriefe ausgegeben. Ablassbriefe, für die, die es nicht kennen. Damit konnte man sich von seinen Sünden freikaufen. Ne, da hast du Scheiße gebaut und dann bist du zur Kirche gegangen, hast gesagt, ich habe Scheiße gebaut, gib mir mal hier so Ablassbrief. Hat der Pastor gesagt, hier, kostet 3,80 Pfennig. Ne, und jetzt bist du von deinen Sünden frei. Das, so eine Scheiße haben die Menschen wirklich geglaubt. Ne, so, und heute ist es doch nicht anders. Wir glauben immer noch die Scheiße, die man uns erzählt hat. Allein diese Lüge, wenn du nur fleißig bist und dich anstrengst, dann kannst du es zu was schaffen. Dummes Zeug! Und jeder, der seine drei Gehirnzellen mal benutzt, ne, und mal wirklich drüber nachdenkt, dem wird klar, dass die Kassiererin bei Aldi sich den Arsch aufreißen kann bis zum Hemdkragen. Und das macht die Frau sogar. Und wird trotzdem nie auf den grünen Zweig kommen. Das ist ganz einfach so. Ne? Und egal, was du da in deinem beschissenen Scheiß da auch glaubst zu machen, ne? Nix.